Das Gespräch der Woche wurde in London geführt. Bundeskanzler Adenauer, der unter anderem auch Gast der britischen Königin war, traf sich zu einer politischen Unterredung mit Premierminister Macmillan. Hervorstechendes Thema war die bevorstehende Gipfelkonferenz. Die Krise der Woche meldet Paris. Im Anschluss an eine leidenschaftliche Debatte stolperte Ministerpräsident Gaillard über seine Kompromissversuche im Tunesien-Konflikt. Frankreichs 25. Nachkriegsregierung wird mit Spannung erwartet. Die herzhaftesten Empfangsgrüße wechselten in Warschau der sowjetische Staatspräsident Woroschilow und Parteisekretär Gomulka. Anlass des Besuchs war der 13. Jahrestag des sowjetisch-polnischen Freundschaftsvertrages. Das Volksfest der Woche feierten 5000 Monegassen in Monaco. 37 Tage nach seiner Geburt wurde der männliche Thronfolger des Fürstentums auf den Namen Albert Alexander getauft. Zusammen mit ihrem Sohn zeigte sich Fürstin Grazia Patrizia bei dieser Gelegenheit wieder zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die Überraschung der Woche erlebten die Robbenfänger am Kaspischen Meer. Die durch viele Verfolgungsjagden gewitzten Tiere spielten zur Saisoneröffnung mit ihren Jägern Katze und Maus. Die Mahnung der Woche gilt diesmal allen Motorradfahrern. Eine herrliche Maschine ist das, du. Das war Spaß. Ja, das macht ja noch viel mehr Spaß, wenn du richtig fährst. Ich hab ja noch gar nicht gehört. Hier, pass mal auf, Clever. Hier musst du aufdrehen. Das ist das Kraftmoment. Ja, ich bin doch nicht in einer Motorenwerkstatt. Nein, aber das Geräusch ist doch so herrlich. Du musst doch zeigen, dass du... Angeber! Ist dir was passiert? Nee, bei diesem Lärm kann man gar nichts hören. Ja, ja, Lärm ist nicht nur störend, sondern auch gefährlich. Aber du weißt doch, Schussel, den guten Fahrer hört man kaum. Auf nimmer Wiederhören! Das Thema der Woche lieferte die Jahrhundertschau in Brüssel. Unter dem Wahrzeichen des Atomiums trafen sich 51 Nationen, um die Bilanz für eine humanere Welt zu ziehen. Belgiens junger Monarch, König Baudouin, eröffnete die Weltausstellung 1958. Ich verklare die Wereldtentoonstelling te Brüssel 1958 voor geopend. Auf dem 2 Millionen Quadratmeter großen Gelände werden 40 Millionen Menschen erwartet. Und nehmen wir einmal an, Sie wären einer von diesen 40 Millionen, die hierher gekommen sind, um einen Tag von morgen zu erleben. Sie würden feststellen, dass man mit einem Lufttaxi unmittelbar auf dem Ausstellungsgelände landen kann. Sie würden weiterhin feststellen, dass es sehr beschwerlich ist, insgesamt 25 Kilometer zu Fuß zu gehen. Und Sie würden sicherlich in einer Gondel fahren. Der erste Besuch gilt natürlich dem Atomium, das Ihnen jede Auskunft über die Fortschritte der nuklearen Entwicklung gibt. Eine Rolltreppe führt Sie von Kugel zu Kugel. Und 100 Meter über der Erde dürfen Sie das Gefühl genießen, am äußersten Punkt eines 150 Milliardenfach vergrößerten Eisenkristalls zu sein. Wie ein gewaltiger Koloss wirkt der Pavillon der UdSSR.
Hier hat man den arbeitenden Menschen zum Mittelpunkt gemacht. Und in einem merkwürdigen Gegensatz stehen die konventionellen Kunstwerke aus Moskau zu dem ständig umlagerten Modell des zweiten Sputnik, überragt von einer einzigen Idee. Einträchtig neben dem sowjetischen Giganten erhebt sich der Musterbau der Vereinigten Staaten. Völlig anders als die Russen geben sich die Amerikaner, humorvoll und avantgardistisch. Die Wohnung unserer Enkelkinder sieht demnach so aus. Im Blickpunkt der Besucher steht fast überall die Kunst, wohlverstanden die Kunst von morgen. Die Lebensfragen einer Nation werden im Wesentlichen nur symbolisch angedeutet. Der Pavillon der Niederlande zum Beispiel beschränkt sich fast ausschließlich auf das ewige Problem des Kampfes mit dem Meer. Zum Nachmittagscafé wird im Glockenturm das Wunschkonzert für alle serviert. Etwas abgelegen und umstritten, der Pavillon der Bundesrepublik, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leben und Arbeit in Deutschland zu zeigen. Der absolute Schwerpunkt für den Beschauer liegt jedoch zweifellos in der formalen Gestaltung der äußeren Umgebung. Noch nie zuvor sind so viele Stilelemente so hart und so heftig aufeinander gestoßen. Aber ob gewagt oder wagemutig, verzerrt oder fantastisch, eines bleibt unbestritten. Die Brüsseler Weltausstellung ist die gigantischste Revue, die der Menschheit je geboten wurde. Für Architekten und Ingenieure ist sie zum Versuchsfeld des 20. Jahrhunderts geworden. Manche Dinge wirken vielleicht ungewöhnlich und befremdend, aber wo immer sie auftauchen, fordern sie uns zu einer Antwort heraus. Auch wenn wir sie nicht bedenkenlos bejahen, das Bedenken und das Nachdenken begleiten uns hier von Pavillon zu Pavillon. Es ist der Blick in die Zukunft, die uns alle berührt. Im Schatten des Atomiums ruht ein Stückchen Vergangenheit. Das Brüssel der Jahrhundertwende, eine ganze Stadt aus Pappmaché. Und das ist die wohl erstaunlichste Tatsache der Weltausstellung. Die historische Reminiszenz an die Zeit unserer Großväter wurde zum stärksten Magneten. Um sich in aller Beschaulichkeit ein kleines Helles zu genehmigen, ist das fröhliche Belgien, wie es genannt wird, der ideale Zufluchtsort. Jean Primu von Brabant hat persönlich dazu eingeladen. Falls Sie Appetit darauf haben, serviert man Ihnen die erlesensten Spezialitäten. Und während 100 Meter weiter die Zukunft beginnt, triumphiert hier der Geist von gestern, im reizvollsten Museum Europas. Im Park der Attraktionen locken die neuesten Errungenschaften der Vergnügungsindustrie. Wer Lust hat, seine Nerven zu strapazieren, bitte sehr, alles vorhanden. Tja, und spät am Abend können Sie die Puppen tanzen lassen, denn das fröhliche Belgien macht seinem Namen alle Ehre.
Pünktlich um 8 Uhr abends verwandeln sich die idyllischen Winkel in einen internationalen Tummelplatz der guten Laune. Die allgemeine Verbrüderung schien uns die beste Bilanz zu sein. Sie steht in Brüssel eindeutig auf der Habenseite. Ansonsten bleibt das Motto für eine humanere Welt aufrichtiger Wunsch und stille Hoffnung.